Peace Leute, Seven hier, was geht ab? Herzlich willkommen zum ersten Video 2024 auf meinem Kanal. Es war eine kurze Zeit lang ruhig auf diesem Kanal. Es war die Winterpause, es war Weihnachten, es war der Jahreswechsel. Ich habe mir eine Auszeit genommen, aber jetzt bin ich wieder zurück. Ihr seht mein Outfit, der nächste Stadion-Vlog steht endlich wieder an. Yeah! Heute spielen wir zu Hause in der Voith Arena gegen den VfL Wolfsburg. In den letzten 4 Spielen hat der FCH 3 Siege und ein Unentschieden geholt. Wir stehen also auf einem stabilen 9. Platz und mit dem nächsten Dreier heute kann die Tabellenposition ausgebaut werden. Gleich geht's für mich ins Stadion, aber bevor ich losgehe, möchte ich euch noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, nämlich Quings Clothing. Er hat mir für das heutige Spiel ein VIP-Ticket besorgt. Wir werden also einen geilen Stadion-Vlog haben mit geilen Plätzen in der Sparkassen-Business-Loge. Könnte besser nicht sein. Quings ist eine Streetwear-Brand aus Heidenheim, die nachhaltig produziert und ihre Pieces lokal im Umkreis veredelt. Außerdem legt die Marke viel Wert darauf, ein Statement in ihre Kollektion und jedes ihrer Pieces einzuarbeiten. Hier haben wir den neuesten Drop der Marke, das Love Yourself Shirt. Bei diesem Drop wird pro verkauftem Shirt ein Anteil an die Robert-Enke-Stiftung gespendet. Die Robert-Enke-Stiftung setzt sich für mentale Gesundheit ein und für Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Somit ist das Shirt für einen guten Zweck und die Connection zum Fußball ist auch geschaffen. Robert Enke ist sicherlich vielen von euch noch ein Begriff. Die Spendenaktion läuft noch bis zum 26. Januar, also ab geht's in den Shop und das Shirt kaufen. Den Link zum Shop packe ich euch in die Videobeschreibung. Quings is for the creators. Danke, dass du das heute möglich gemacht hast. Jetzt geht's ins Stadion, nicht mehr viel rumlabern. Let's go! So, angekommen an der Arena und genau hier an der Stelle nehme ich immer vor dem Spiel meine Prediction auf. Im Hinspiel in Wolfsburg haben wir 2-0 verloren. Heute geht es anders aus. Ich denke, wir drehen heute den Spieß um und werden 2-0 gewinnen. Wir sind sehr heimstark. Wir haben zu Hause hier in unserer Voith Arena schon 16 Punkte geholt. Heute kommen 3 dazu. Let's go! Ich habe jetzt hier den Bene getroffen. Der Bene ist, wie man unschwer erkennen kann, ein Wolfsburg-Fan. Was denkst du, wie geht es heute aus? Ich sag 2-0 Wolfsburg. 2-0 Wolfsburg? Ja. So habt ihr im Hinspiel auch schon gewonnen. Deswegen. Geschichte wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich. Ja. Mal gucken. Ciao. Danke, dass du mitgemacht hast. Hau rein. Viel Spaß. Ciao. Hier war ich gerade, als ich die Prediction abgegeben habe. Bin jetzt einmal drumherum gelaufen. Und hier sollte irgendwo dann der VIP-Eingang sein. Ich habe gerade schon den Ordner gefragt, wo ich genau hin muss. Der meinte, da hinten ist irgendwo ein roter Teppich. Einfach dort drüber. Roter Teppich, da sehe ich mich natürlich. Dankeschön. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Bin jetzt hier angekommen. Hallo. Ich habe direkt am Eingang einfach 2 Bekannte getroffen. Enrico und Mine. Was geht ab? Ihr seid schon am Aperol trinken? Sehr gut. Da sehe ich mich auch gleich drin. Ich muss mir definitiv auch gleich einen holen. Aber zuerst gebt mal eure Tipps ab. Was denkt ihr, wie wird es heute ausgehen? Bitte schön. Also ich sage, die werden heute gewinnen. Und 2-1. Ja, ich tippe auch 2-1 und kurz FCA, würde ich sagen. So sieht's aus, so sieht's aus. Wir sind alle optimistisch, wir gewinnen heute. Let's go. Und jetzt erstmal ein Aperol. Vielen Dank. Zum Wohle. Zum Wohle, salute. So, der erste Aperol ist, wie man sieht, schon leer. Jetzt würde ich sagen, die Business-Loge auschecken und mir was zu essen. Mal gucken, was es so gibt. Let's go! Ich war hier ja selber noch nie. Hier gibt es auf jeden Fall Kühlschränke, wo man sich bedienen kann. Hier ist ein riesiger Bereich, also es ist echt mega viel los. Diverse Köstlichkeiten, gut, das ist alles Nachtisch. Hier kann ich mir gleich was zu essen holen. Boah, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Dann haben wir hier noch eine Bar, wo es wahrscheinlich hochprozentigere Sachen gibt. Aber meine Freunde, so noch nicht. Hier ist dann auch noch mal ein weiterer Bereich. Der ist noch größer als der Bereich, wo ich gerade war. Hier ist auch noch meine kleine Küche. Hier gibt es Lasagne. Boah, ja, sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Aber ich sehe mich in was anderem.
heiße Heller. Super, vielen Dank. Wow, sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt habe ich hier mir das erste Essen geholt mit ein bisschen Wirsinggemüse und irgendwelchen Knödeln. Wie immer machen wir den Geschmackstest. Erstmal das Ragout. Mhm. Knödel. Da kommt noch irgendwie was. Und das Wirsinggemüse. Einmal noch alles zusammen. Wir werfen heute ja nicht nach Stadion-Skala. Hier im Business Club ist es ja schon besseres Essen, deswegen bewerten wir auch nach Restaurant-Skala, hätte ich gesagt. Ist echt gutes Essen. Eine stabile 7,5. Stabile 7,5 für das gesamte Essen hier. Schmeckt sehr, sehr gut. Und Enrico bringt schon den nächsten Aperol. Zum Wohle. Die Portion ist vernichtet. Ich habe aber natürlich noch nicht genug. Ich glaube, ich sehe mich hier noch in einem kleinen Salat. Einfach mal von allem ein bisschen. Würde ich sagen, mache ich auch mal den Geschmackstest. Gut, was gibt es da Großartiges zu sagen? Ist halt ein Salat. Den gesunden Part habe ich also hinter mir. Jetzt gibt es was Ungesundes. Weiße Mousse au Chocolat. Ja, das sehe ich mich auf jeden Fall. Was gibt's denn hier noch? Ein Zwetschgenstrudel mit Vanillesoße. Ja, erstmal nicht, aber hier Passionsfrucht. Ah, das nehme ich mir auch. Das nehme ich mir auch. Ja, einfach beides probieren. Beides lecker. Ja, würde ich auch, wie vorhin, eine 7,5 von 10 geben für den Nachtisch. Sehr, sehr gut. Ratzfatz weg. Und ich würde sagen, was soll der Geiz? Ich hole mir den dritten Nachtisch auch noch. Zwetschgenstrudel mit Vanillesoße. Probieren wir auch noch den Bums. Unterschiedliche Konsistenzen. Diese weiche und flüssige Vanillesoße mit diesem Zwetschgenkuchen, wo sowas wie Krokant sogar drin ist. Sehr, sehr lecker. Das ist eine 8 von 10. Das ist das Beste. Sehr, sehr gut. Wow! Ich habe mir jetzt den nächsten Aperol geholt. Diesmal aber in so einem Kunststoffbecher, weil ich mache mich jetzt mal auf den Weg nach draußen. Da kann man die Gläser nicht mit rausnehmen. Deshalb hier in dem Becher. Aber ja, schmeckt wahrscheinlich genauso gut. Ach, ja, Aperol, immer eine 10 von 10. Einfach eine 10 von 10. Das ist meine Aussicht für heute, meine Freunde. Brutal, Alter. Sonne ist auch am Start. Das weiß ich ganz genau. FC Heidenheim. Der beste Club der Welt. Die Liebe zu dir ist es, die mich am Leben hält. Gleich geht's los, meine Freunde. Die dramatische Musik ertönt und die Spieler kommen raus. Let's go. Woo! Alter, krass. Was für Aufnahmen. Wir sind ganz nah dran am Geschehen. Wow! In wenigen Sekunden geht's los. Die Platzwahl haben wir verloren. Das heißt, wir haben leider in der ersten Halbzeit nicht unsere Fans im Rücken. Hier drüben, kurzer Blick auf den Gästeblock. Nicht ganz voll, ist einiges leer geblieben. Und jetzt geht's los. Let's go. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Jan-Niklas Beste wird in der ersten Halbzeit auch hier direkt vor uns die Außenbahn bearbeiten. Ja, hoffentlich zeigt er was. Hoffentlich zeigt er was Gutes. Ich zähle auf dich, Brudi. Auch beim heutigen Spiel wieder in den ersten Minuten überhaupt gar keine Stimmung. Natürlich immer noch der Fanboykott wegen der Investorentscheidung des DFLs. Wie gewohnt. Bleibt's ruhig. Bleibt komisch.
Ich freue mich drauf, wenn dann die Fans in ein paar Minuten Stimmung machen werden. Hier ist einfach ja, so ein Eingangsbereich und dort kann ich ganz perfekt mein Getränk abstellen. Ich habe also sogar eine Ablage für mein Aperol. In diesem Sinne, Prost! Der kommt wieder zurück an seinen Platz. Oh, aufpassen! Nein, Alter! Direkt das 1:0 für Wolfsburg in der 7. Minute. War gut rausgespielt, war ein schöner Treffer. Alleine vorm Torwart. Am Ende nur noch Formsache. Verdammt, so früh schon hinten. Noch nicht mal die Fans haben Stimmung gemacht. Scheißegal, Alter. Noch lang genug zu spielen. In 5 Minuten werden auch unsere Fans Stimmung machen, die Mannschaft unterstützen und dann werden wir den Ausgleichstreffer machen. Let's go! Ja, wieder der bekannte Wechselgesang zwischen den beiden Fanlagern. Scheiß DFL ertönt es aus dem Heidenheim-Block, sowohl als auch aus dem Wolfsburg-Block. Kennen wir mittlerweile schon. Ja, circa eine Minute lang haben die jetzt auf Fangesang und Support verzichtet und einfach nur Scheiß DFL geschrien. Ja gut, auch erstmal eine Ansage. Und jetzt geht's dann los mit dem gewohnten Fangesang. Hier der Auswärtsblock auch schon ganz anders aus. Mit Gesang und Fahnen ist es doch gleich viel, viel schöner. Und bei uns im Block natürlich genauso. Jan-Niklas Beste am Freistoß direkt vor uns. Wow, ist schon eine coole Aufnahme, definitiv. Ah, leider nicht, aber... Nein, komm! Verdammt, egal. Erste gute Chance für uns. Weiter geht's. Let's go. Alter, warum darf der so frei verlangen? Das gibt's nicht, Digga. Es wurde schon wieder so gefährlich. Ja, zieh ab. Doch nicht der Treffer. Der Video Assistant Referee hat sie überprüft. Es ist abseits. Verdammt nochmal. Bleibt beim 1:0 für Wolfsburg. Aber hey, wir sind dran. Let's go, weiter geht's. Schaut euch mal hier die Atmosphäre an hinten mit dem Sonnenuntergang. Schon wirklich sehr, sehr schön. Nur das Ergebnis stimmt leider nicht. Ja? Ah, schade. Komme! Oh, schade. Ein Tor noch vor der Halbzeit wäre natürlich ganz genützt. Schön. Komm! Ja! 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 Ja, Mann! Ja, ich hab's gesagt! Auf den Ausgleich vor der Halbzeit! Let's go! In der Nachspielzeit! Tor! Führte es
Let's go, so sieht's aus. Ich tank mir jetzt zuerst einmal ein Getränk rein. Dann gibt's einen kleinen Snack. Dann hole ich mir das nächste Getränk, mit dem ich wieder rausgehen werde. Klingt doch nach einem Plan, oder? Let's go. Wow. Dankeschön. Und hier, die Kameraden sind auch wie gewohnt freilich am Aperol schlürfen. Salute. Eine Käselaugenstange. Probieren wir gleich mal. Ja, ist halt trocken. Das muss man auf jeden Fall mit Aperol runterspülen. Ich brauche wie gesagt noch einen zweiten, den ich dann wieder mit rausnehme. Optimal, dankeschön. Voll ausgestattet, wieder nach draußen. Ich glaube, es geht gleich los oder läuft eventuell schon. Die Wolfsburg-Fans hier mit Pyrotechnik am Start. Es knallt ordentlich, Spiel ist sogar unterbrochen. Ja, ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe das meiste verpasst. Spiel immer noch unterbrochen. Ihr habt es ein bisschen gesehen. So wie ich es mitbekommen habe, haben die eben grüne Bengalos gezündet, haben Rauchfackeln gezündet und mit Raketen und Böllern geschossen. Und jetzt geht das Spiel auch weiter. Oh Gott, nein! Oh, sehr gut. Müller hat ihn sicher. Hey Leute, das gibt's nicht. Es ist einfach schon wieder Abseits. Alter, ich hab mich jetzt schon heute zweimal so gefreut. Und es war immer kein Tor. Ja gut, einmal haben wir getroffen, aber schon das zweite Mal Abseits. Oh Mann, egal, weiter, let's go. Die Führung liegt in der Luft, liegt in der Luft. Ein Bereich ausverkauft. Wir sagen herzlichen Dank. Ah, schade. Ja. Schön! Oh Gott! So nicht! Alter, Alter! Knapp drüber. Mittlerweile, in dem Moment, reguläre Spielzeit vorbei. Nachspielzeit. Die offizielle Nachspielzeit. 5 Minuten. 5 Spielminuten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal 5 heiße Minuten werden. Also komm, wenn er noch mal alles reinwerft, let's go! Ja, ja, ja! Ah, komm! Ah, verdammt! Scheiße! Hier, direkt vor mir. Ich könnte sogar jetzt hier runterlaufen. Ja, das mache ich jetzt. Einfach noch mal näher am Geschehen zu sein. Also wenn jetzt ein Tor fällt, Leute. Alter, was sind das jetzt hier für Aufnahmen? Ah, verdammt. Ah, und der Schiri pfeift ab. Das war's. Es bleibt beim 1:1. Und leider. Also meiner Meinung nach hätten wir uns mehr verdient gehabt. Vor allem haben wir eigentlich 3 Tore geschossen, 2-mal abseits. Verdammt. Immer, wenn ich hier reinkomme, haben diese beiden Herrschaften einen komplett frischen und vollen Aperol. Da muss ich mich anschließen. Mein nächster ist auffällig. Er hat mir heute schon bestimmt den, keine Ahnung, 7. oder 8. Aperol gemischt. Sehr schön. Ich werde nicht zum letzten Mal da gewesen sein. Wir kommen jetzt hier den Aperol mit Maracuja. Wurde mir gerade empfohlen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, vielen Dank. Das ist der Aperol Maracuja. Man sieht, der ist deutlich trüber als normaler. Schmeckt schon auch geil. Aber bleibt beim Normalen. Aperol Maracuja nicht besser als ein klassischer Aperol. Ist nicht besser.
Nach dem Spiel, als wir fleißig am Aperol trinken waren, ist dann sogar noch Frank Schmidt, unser Trainer, in den Business Club gekommen. Ich blende euch hier mal ein Foto ein, welches ich mit ihm zusammen gemacht habe. Frank Schmidt einfach so ein sensationeller Trainer und vor allem unfassbar sympathischer Mensch. Der hat sich Zeit genommen, um sich mit den Fans zu unterhalten, stand mit uns am Tisch und hat sogar mit uns angestoßen. Einfach eine Legende, der Typ. Ich habe mir dann auch noch mein Trikot von ihm signieren lassen. Hier sehen wir seine Unterschrift mit dem Datum vom Spiel, der 20.01.24. Sehr, sehr cool. Das Trikot kann ich jetzt auf keinen Fall mehr anziehen. Ich will nicht die Unterschrift gefährden, indem es in die Waschmaschine kommt. Das heißt, es muss schleunigst ein neues Trikot her. Bisher hatte ich hier auf dem Trikot ja Jan-Niklas Beste drauf. Ich bin am Überlegen, welchen Spieler ich mir als nächstes holen werde. Eventuell Mainka, unseren Capitano. Aber ich liebäugle auch mit dem Gedanken, mir ein Trikot von unserem Torwart Müller zu holen. So ein Torwarttrikot hat nicht jeder und hätte irgendwie auch Charme. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer euer Lieblingsspieler von Heidenheim ist und von wem ihr ein Trikot holen würdet. Ich bin jetzt gerade noch mal rausgegangen, um auch mal diese Perspektive zu zeigen. Hier ist gefühlt wirklich niemand mehr außer ich. 1:1, einen Punkt geholt, aber wäre mehr drin gewesen, oder? Wäre definitiv mehr drin gewesen. Wir haben ja sogar 3 Tore geschossen. Aber leider hat nur ein Treffer gezählt. Wirklich schade, aber wir sind seit 5 Spielen ungeschlagen. Definitiv eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Ich bin stolz auch auf die heutige Leistung. Auch wenn eigentlich ein Sieg drin gewesen wäre. Schade. Nächste Woche spielen wir dann auswärts gegen Hoffenheim. Ich werde auch am Start sein. Also abonniert jetzt schon mal den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpassen werdet. Und auch alle folgenden Videos nicht. Verdammt nochmal, ihr habt noch nicht abonniert? Let's go! Vergesst nicht, einen Kommentar zu hinterlassen und auf Gefällt mir drücken. Das wird mich und den Kanal wirklich sehr, sehr unterstützen. Das war's von meiner Seite für heute. Bis zum nächsten Video. Peace out, meine Freunde. Ciao!